Vorweg, tut mir leid, dass ich nicht ununterbrochen das richtige Gameplay zeigen kann, da ein Bug bei mir entstand, in welchem ich einfach kein weiteres Gameplay aufnehmen konnte. Wenn ihr ein Sternchen im Video seht, dann stammt das Gameplay wohlmöglich von Rollercoaster Tycoon 3. Danke für euer Verständnis. Na, das war jetzt wirklich nicht geplant. Rollercoaster Tycoon World ist die Fortsetzung von, wer hätte das gedacht, Rollercoaster Tycoon 4, welches nur auf dem Handy erschien. Und nachdem schon keiner diese Fortsetzung Beachtung schenkte, erschien am 30. März der World-Ableger auf Steam im Early Access Modell. Und, wie ist denn das Spiel? Das Spiel ist eine gottverdammte Zumutung. Was denken die sich dabei? Aber ganz langsam, ich bin ein Mega-Fan der Rollercoaster Tycoon-Serie. Zumindest habe ich bestimmt Monate an Spielzeit mit den ersten beiden Ablegern verbracht, da sie einfach nur für meine Verhältnisse perfekt waren. Teil 3 selbst hatte meinen Nerv nicht so getroffen, aber ich sehe die Vorzüge des Spiels. Ich meine, man kann eine eigene Familie gründen und sie durch den Park stolzieren lassen. Cool. Dazu sind die Add-ons eine geniale Abwechslung zum Hauptspiel. Vor allem, dass sie sich nicht so anfühlen, als hätte man sie erst aus dem Hauptspiel entfernt und dann später einfach nachgereicht. Jedenfalls, als dann irgendwann im letzten Jahr Rollercoaster Tycoon World für Ende 2015 groß angekündigt wurde, war ich natürlich mehr als Hype drauf. Zumal auch seit den ersten Trailern sich die Grafik angeblich ums Unermessliche verbessert und nicht wie ein schlechteres Rollercoaster 3 aussah. Irgendwann wurde jedoch das Release nach dem ersten Beta-Wochenende, welches für Vorbesteller zugänglich war, verschoben. Alles zum Wohle des Endprodukts und natürlich zur Kundenzufriedenheit. Anfang 2016 sollte nun endlich das Spiel erscheinen, um genau zu sein am 24. März, also noch bevor das erste Quartal endet. Ein Reinfall, wie wir nun alle wissen. Schließlich wusste Atari angeblich selbst nichts vom Release und dennoch wurden Amazon-Vorbesteller mit dem Spiel beliefert und in zähligen Läden lag das Spiel aus. Doof, dass man es dann am Ende nicht spielen konnte, da Steam zwang. Dass hier irgendwie ein Pfusch vonstatten geht, musste einem dann auch irgendwie klar werden. Ich meine, ein Spiel geht eigentlich erst ins Presswerk, wenn es für den Entwickler oder besser gesagt für den Publisher fertig ist. Dass im Nachhinein noch Day One Patches kommen, ist ja irgendwie normal geworden. Wobei das eh schon kein gutes Vorzeichen ist. Rollercoaster Tycoon World verzichtet aber auf so einen Day One Patch und wird einfach jetzt in ein Early Access Modell veröffentlicht. Und wann wird's denn nun genau fertig sein? Laut den Entwicklern bzw. dem Text auf der Steam-Seite zu entnehmen, sobald alle Features, die ohnehin geplant waren, fertig sind. Wenn wir hier noch etwas hineininterpretieren, heißt dies, dass sie niemals 2015 fertig geworden wären, da vieles noch weniger als jetzt schon nicht funktionierte. Aber was ist jetzt überhaupt mein Problem mit dem Spiel, um mal endlich schneller voranzukommen? Na, wenn wir das Spiel zuerst mal starten, sehen wir hier drei Spielmodi, Kampagne, Szenario und Sandbox. Toll, dass sich Kampagne und Szenario sich nicht wirklich sehr unterscheiden. In der Kampagne selbst klappert man nach und nach Ziele ab. Im Szenario selbst gilt es, ein größeres Ziel bis zum Ablauf der Zeit zu erledigen. Sprich, so wie man es aus alten Teilen gewohnt ist. Im Sandbox-Modus hingegen kann man völlig frei bauen, mit oder ohne Geld. Ein Spielmodi davon ausgewählt oder wie in meinem Fall die Kampagne gestartet. Und schon darf man sich mit einer endlos anfühlenden Ladezeit abknüppeln, in der man sich einen Tee kochen kann oder nochmal aufs Klo geht oder das, was einem in den Sinn kommt. Wundervoll! Und diese Ladezeit kommt immer, wenn man ein neues Spiel startet. Wieder und wieder. Wenn man dann aber erst einmal im Spiel wird, wird man langsam in das Spiel eingeführt. Das ist nett. Allerdings wird man nicht vor der grausigen Grafik gewarnt. Aber ich bin mal nicht zu fies, es ist lediglich die Fauna und Flora, welche mir in den Augen schmerzt. Die Framerate ist so nebenbei bemerkt bei so gut wie jedem miserabel, wodurch ich mich gar nicht entschuldigen muss, dass meine Aufnahme ununterbrochen fürchterliche Framedrops besitzt. Aber hey, es geht tatsächlich noch schlimmer. Ein Fehler, der vielleicht nur bei mir auftritt, sobald ich einen Park starte, ist der, dass ich ein kleines Fahrgeschäft auswähle und sich das komplette Spiel erstmal minimiert oder sich einfach festfährt. Geniales Teil auf jeden Fall. Das ist aber noch nicht genau das, was mich am meisten anpisst, denn es wird von Element zu Element einfach nur noch schlimmer. Denn ich bin es aus irgendeinem Grund nicht gewohnt, dass die Geschäfte, nein, einfach alles abnormal groß wirkt. Selbst das Klo sieht irgendwie überdimensional groß aus.
könnte aber auch nur daran liegen, dass ich diese kleinen Fahrgeschäfte von Rollercoaster Tycoon 1 und 2 gewohnt bin. Möchte ich nun jedenfalls ein Gebäude in der Welt platzieren, kommt mir immer wieder das pure Würgen. Erstmal schwingt das Gebäude immer so komisch herum, wodurch es sich erstmal auspendeln muss, damit ich es normal absetzen kann. Und im Grunde genommen ist das Bauen so ausgelegt, dass man komplett frei ohne Raster alles herumplatzieren kann. So wie bei Rollercoaster Tycoon 3 eigentlich. Allerdings gibt es auch für Retro-Junks ein Raster. Ein Raster, welches belastend ist. Also so richtig. Das Raster wird immer nur um den Mauszeiger herum angezeigt. Also wie man es bei Rollercoaster Tycoon 3 gewohnt ist. Allerdings fährt sich das Raster unterschiedlich aus, je weiter ran oder weg man zoomt. Es ist einfach nur so mega cheesy und unbequem. Hat man denn endlich ein Geschäft hingesetzt bekommen, bekommt man auch den größten Witz vorgesetzt. Man kann hier einfach nicht mal den Eingang und Ausgang selbst auswählen. Jedes Geschäft hat einen festen Eingang und Ausgang vorgesetzt bekommen, welcher einem fürchterliche Wege aufzwingt. Und wenn ich schon das Wort Wege höre, bekomme ich glatt das kalte Kotzen und ich möchte Magensäure durch mein ganzes Zimmer speien. Denn man kann, egal um welches Geschäft es sich hierbei handelt, keinen Eingang direkt an einem vorhandenen Weg platzieren. Einfach nicht möglich. Man muss erst noch einmal das Wegtool benutzen, um einen Schnipselweg zu ziehen, wobei auch dieses verschissene Tool nicht ordentlich funktioniert. Oftmals will dieser Track einfach keine gerade Strecke ziehen. Der Weg wird dann einfach rot unterlegt und man muss eine fürchterliche schräge Route bauen. Und oftmals ist das einfach nicht anders möglich. Hiermit dann auch nun endlich mal rumgeprügelt, kann man die Preise seiner Geschäfte einstellen. So hat eine Kinderbahn einen normalen Preis von vielleicht 1 bis 2 Euro. Essen hingegen gleich mal über 7 Euro und die Leute finden das natürlich vollkommen okay. Sie nehmen es einfach so hin und kaufen wie wild ein. Natürlich muss man aber auch bei dieser ernsthaften Simulation für Putzkraft und irgendwelchen Mechanikern Platz schaffen. Und hier wird nicht wie bei jedem anderen Rollercoaster Tycoon einfach das Personal in die Welt gepflanzt. Nein, man braucht erstmal ein spezielles Gebäude dafür und hieraus können natürlich auch nicht unendlich Menschen kommen. Nein, man kann nur eine begrenzte Menge hier auswählen. Ach ja, das mit den ganzen Preisen ist auch noch richtig genial. So kostet eine Laterne oder eine Bank nur 3-4 Euro. Ich gehe natürlich auch immer in den Baumarkt und sage den Leuten, ja, ich möchte eine Bank für 2-3 Euro kaufen, weil das ja so sehr an einer Simulation gebunden ist. Aber natürlich kann ich nicht nur so eine doofe Laterne oder eine Bank kaufen, welche sich immer wieder bescheiden hinsetzen lässt. Nein, man kann auch Werbung für Nvidia oder ähnliches kaufen und sie in den Park platzieren, weil das die Menschen garantiert sehen wollen. Gucken wir uns nun aber auch kurz die Menschen an. Okay, lassen wir das sein. Aber dafür können wir auch aus den Augen der Besucher die Fahrgeschäfte bestaunen und so tun, als wären wir selbst in so einem Fahrgeschäft drinne. Okay, lassen wir das auch sein. Hat denn das Spiel überhaupt etwas Nettes? Ich meine, so etwas, was auch tatsächlich Spaß macht. Nein, einfach nichts. Nicht einmal das Achterbahnbauen macht in irgendeiner Art Spaß. Und das ist eigentlich das, womit der Name des Spiels indirekt wirbt. Nicht Jahrmarktsimulator oder so in der Art? Das Hauptaugenmerk sind Achterbahnen. Und nicht einmal das macht Spaß. Und das, obwohl man recht innovativ frei die Strecke bauen kann. Aber alles ist so mega friemelig und bäh und nein. Mein Rat, kauft diesen Track nicht. Niemals, egal für wie viel Geld ihr es bekommt, nicht einmal für 20 Euro, so wie ich es bekommen habe. Auch wenn das Spiel jemals fertig werden sollte, gebt den Entwicklern kein Geld. Und gottverdammt hört auf, dieses Spiel in irgendeiner Weise gut zu reden. Rapper ist kein Gangster oder ist ein Müllmann Müll. Gangster Rapper rappen, während sie Drogen verkaufen könnten, sitzen sie auf ihrem faulen Arsch und rappen. Versteht mich nicht falsch, ich will keine Gangster Rapper dissen, aber 90% deutsche Rapper sollten's besser wissen. Nein, ich bin nicht wütend. Das war ich nie. Nein. Das Spiel hat nur meine ganzen Träume zerstört. Lasst mich im Frieden.